Stein. Deswegen war das die sinnvollste Alternative. Das war den hier. Und du hast daneben. Klasse. Du bist die Beste. Hier, Bombe. 2000. So, mein Tee ist gleich alle. Das trifft sich gut, weil in 4 Minuten habe ich schon eine Stunde aufgenommen. Ging mal wieder ziemlich schnell. Oh, mein X war wohl getrennt. Und ich eine Dreistigkeit. Ich mach mal Barrier. Ich weiß nicht genau, ob das bei dem Stein wirkt, aber der wird gleich relativ viel Schaden machen. Und das möchte ich natürlich nicht. Wäre schön, wenn er jetzt geplattet wäre. Also gibt er mir erstmal nochmal. Hier, friss das. Hier, friss das. Wow, hier, friss das. Level up, bitches. So, jetzt ist mal Legend. So, machen wir Legend jetzt direkt auf Level 2, aber haben jetzt mal ein Limit. Wir haben jetzt was ganz anderes. Wir haben hier noch Eruption und Iceberg. Hier haben wir noch ein Limit. Ich mache erstmal Eruption. Sie hat 3000 Punkte. Nehmen wir erstmal. Was wollte ich denn mitnehmen? Toxic möchte ich skillen. Oh, das geht aber weit. Das ist bei jedem Skill unterschiedlich, wie weit man den leveln kann. Wir machen Barrier mal einen hoch. Level 1 Barrier stinkt ein bisschen. Vielleicht machen wir auch mal einen hoch. Bei dir. Poison Gas. Achso, und den hier. Die Wundkanone. Die möchte ich auch noch. Haben wir wieder ein Schwein, was das hier macht? Keine Ahnung. Dragon Scales. So, du hast nichts für mich, du hast auch nichts für mich. So, hier klauen wir mal. Kaffee. So, 30 Medaillen. Hier können wir also lang, wenn wir 30 Medaillen haben. Das ist natürlich schade. Aber da würden wir eh nur von Sack bekommen. Hier haben wir nochmal so einen hässlichen Kackstein. Aber ich habe jetzt 58 Minuten aufgenommen, 59, und ich habe noch einen großen letzten Mal, das heißt, ich komme genau auf eine Stunde, deswegen verabschiede ich mich erstmal für heute. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem Rest von Welt 3 der Eiswelt und einem Ausblick in das, was uns danach erwartet. Bis dann, ciao, 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 ciao. Hallo, Freunde des gepflegten Epic Battle Fantasy 3 Spiels. Und mit diesem total schrecklichen Intro heiße ich euch willkommen zurück in der Eiswelt. Ja, ich sollte vielleicht ins Fenster klicken und dann machen wir weiter. Stehen geblieben waren wir natürlich hier in der Höhle. Das sieht jetzt nicht ansatzweise aus wie eine Höhle, wo wir hier fighten, aber das soll nicht weiter stören. Ich nehme jetzt noch eine Dreiviertelstunde auf, beziehungsweise 40 Minuten werden am besten, weil ich noch zwei Parts vom letzten Mal übrig habe. Das heißt, das Intro ist wieder mitten in einer Episode, von daher ist es noch schlimmer als es so schon war. Wir kämpfen gegen Eisteile, krass, oder? Das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht. Baboom! It's a baby Baboom. Nachdem ich gerade was anderes aufgenommen habe, bin ich jetzt so ein bisschen überfordert mit dem, was ich jetzt hier labern soll. Dann gefällt mir gerade gar nichts ein. Bin komplett hohl. Wow, voll daneben. Das geht doch gar nicht. Ich meine, ich schieße sie jetzt einfach tot. Ne? Wenn der Stein kommt, kann ich vielleicht was dazu erzählen. Oh, guck mal, ein Stein. Er ist steinig und... Oh, es hat sich nicht mal bewegt beim Ausweichen. Puh. Oh, zwei Steine. Super. Das ist genau das, was ich wollte. Eigentlich nicht, aber den machen wir halt beim Oblivion. So krass war es nicht, aber... Dicker Damage. Wir haben Seiken.
nicht resistent gegen Holy. Dann machen wir das mal. 1000. Für Seiken gibt es komischerweise, glaube ich, zwei Animationen. Jedenfalls hatte ich da einmal eine bei, die sah irgendwie anders aus. Puh. Na gut, nicht gekillt. Ich soll jetzt vielleicht mal meinen Buff refreshen. Wir machen erstmal nochmal Seiken. 1440. Regina, bitte. Du machst jetzt mal hier ordentlich Dampf. Oder auch nicht, du hättest ruhig mal Crit können. X-Klump. Ja, immer auf den, der wiederbeleben kann. Weil Kaffee auch so billig ist. So, dafür ragen wir jetzt. Der ist nicht resistent gegen Dark. Flup, diese Scheißstein. Ich voll zerfickt. Ja, sein Freund countert natürlich direkt. Und jetzt muss ich eine Kiwi geben, damit sie auftaucht. Habe ich jetzt die Kiwi angeklickt? Kiwi. Kiwi ist schon ein Killer-Food anscheinend. Wenn das sogar eingefroren wieder auftaucht. Pow. Ja, buff dich ruhig, du wirst eh gleich zerfickt. Erde. 1000. Hätten wir auch Seiken nehmen können. Aber wir müssen ihn jetzt killen. Ich glaube, sonst greift er gleich an. Boots. Kaputt. Wow, 1000 AP. Ich weiß gar nicht mehr, ob das viel war. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie viel ich gestern bekommen habe. Das ist eigentlich voll traurig. Das ist noch nicht so lange her. Lauf, 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 lauf. Heilen. Gucken wir mal noch 9 Skills. Dropped habe ich ja schon. Achso. Protect brauchen wir. Das ist mir gerade so aufgefallen, dass wir das brauchen. Fireball brauchen wir vielleicht. Oder? Puls. Nehmen wir beides. Kann nicht schaden. Immer noch. Nehmen wir mal das hier. Eis. Ach, oh, Zeugs. So, Lance, du Lappen. Was kannst du denn? Nix. Hier, nehmen wir das. Wir sind zwar mit der Eiswelt jetzt schon wieder fast durch, aber vielleicht bringt ja noch was. Ein Buttermix an Gegnern. Das ist natürlich scheiße. Wir müssen erstmal oben das Ding kaputt kriegen, deswegen lassen wir erstmal sie was machen. Dann macht sie mal einen Puls auf den Holy. Wow. Das war gerade ein fast 4K-Crit. Da haben wir erstmal ein Achievement bekommen für 3K-Damage. So, und dann machst du mal Legend auf das Eisding. Das ist so ein schöner Skill. Sah zwar nicht so aus, als wenn der viel macht, aber der wird noch gut. Und du machst den. Naja. Und du frierst mich nicht ein. Ja, gib dir halt mal 70% mehr Damage. Warum auch nicht? Ist ja nicht so, dass ich so einen Buff hätte, der beides gleichzeitig auf 70 setzt. So, am besten wahrscheinlich erstmal den Busch wegschießen. Weil es nicht geklappt hat, hervorragend. Aber die Musik ist beruhigend. So, was machen wir jetzt? Legend war jetzt nicht so krass, machen wir mal Eruption auf ihn. Das ist natürlich schon ordentlich, fast 2000. Du machst mal den Schleimbatzen weg. Hat super geklappt, wieder mal. Du machst den tot. Das hat diesmal sogar geklappt. Du bist einfach mal der geilste Dance. So, du machst nochmal Eruption, das war ganz nett. Du machst Fireball. Wir haben wir geskillt, der muss gut sein. So, wie kriegst du den jetzt tot? Ich will auch nochmal sicher gehen, wir nehmen einen Airstrike. Yeah, so eine Atombombe, die haut einfach mal daneben. No comment. So, dann tue ich den tot. Ich mal Level up.
Zeug. Mehr Zeug. Wikingerpelz. Der ist, glaube ich, ganz interessant, weil er hat Feuerresistenz. Das Ding hat aber ziemlich viel Magic Death mit Level 1. Naja, das Ding hat 5% Death, 5% Magic Death und Eisresistenz. Das upgraden wir erstmal. Auf 3. Danach. Seashell und Silk. Ich glaube, Silk war relativ teuer. Dann lassen wir das erstmal stecken. Oh Mann. Safe. Dann machen wir den tot. Was ist denn Hidden Power von der Waffe? Treffsicherheit vom Gegner reduzieren. Das bringt mir im Prinzip nichts. Und das überlebt der Lappen. Aber das hoffe ich nicht. Boom. Ja, Matt ist ein bisschen gelangweilt. Aber ich kann jetzt mal was machen. Du auch. Und du? Ja, du bist im Prinzip wieder useless. Mach den. Kann ja auch immer den Instant Death Zauber auf den einzigen machen, den wiederbeleben kann. Mit Zaubern. Das ist schwul. Aber immerhin ein Level Up für mich. Der Amethyst ist, glaube ich, relativ teuer. Wie gesagt, ein Eisschwert. Das bringt uns wahrscheinlich total viel in einer Eiswelt. Aber man merke sich die Kisten hier oben auf jeden Fall. Weil wenn wir da gleich hingehen, dann sehen wir die nicht mehr. Haben wir 3000 Gold und ein paar Stahlplatten und Magneten und so. Jetzt Culture Shock, wir sind jetzt auf einmal vulkanisch veranlagt. I know Spec England. Mao. Mhm. Anspielung. Ah, Minispiel. Das ist schwul. Memory. Da kann ich mich blamieren. Ah, fuck, der Timer läuft ja schon vorher. Ja. Time fail. Wenn der Timer direkt losläuft, dann bringt mir das nicht viel, dann muss ich direkt mitmachen. Zack, zack, das habe ich mir gemerkt. Jetzt müssen wir ja ein bisschen gamblen. Das ist bestimmt voll peinlich. Wer jetzt wieder der Zug sagt, dann, oh, das war da und da und da und da und da. Ja, das war schon wieder. Ich bin so scheiße. Ah, fick dich, das machen wir doch mal. Wir müssen schneller als 65 Sekunden sein. Das. Das. Nee. Das. Fuck that. Scheiße, das sind alles nur ekligen Bilder, aber das war Glück. Schrank war oben. Schrank. Ah, fuck, das hatte ich doch gerade. Da. Immer diese Wartezeit dazwischen drin. Die fickt einen auch total. Das wird nix. Scheiß Vieh. Ja, das war super. Überspringen wir direkt mal die Merkphase. Ich kann mir nicht mehr als zwei merken in der Zeit. Das ist einfach zu krass. Und ich will nicht cheaten, ich will keinen Screenshot machen. Ich hab schon alles vergessen. Dreist. So, hier unten haben wir zwei. Dann haben wir hier. Ich glaube hier. Mal hier.
Geht doch. Capri-Sand. 4000 Gold und ich glaube beide Medals. Unter 90 Sekunden, unter 65. Okay. Ich habe mich ein bisschen konzentriert, aber es ist trotzdem relativ knapp vom Limit her. Viking Dress. Ich glaube, das brauchen wir bei ihr nicht wirklich. Sie hat schon genug Eisresistenz mit dem.